In unserem Teilprojekt am Institut für Museumsforschung geht es um die digitale Vermittlung von immateriellem Kulturerbe. Dafür haben wir zum einen eine Bestandsaufnahme durchgeführt, in der wir 100 Museen befragt haben, die bereits bestehende Anwendungen im Bereich IKE haben. Und zum anderen führen wir Tiefeninterviews durch mit ausgewählten Praxisbeispielen. Im Rahmen der Tiefeninterviews möchten wir die verschiedenen Perspektiven berücksichtigen. Also wir möchten zum einen die Museen befragen hinsichtlich ihrer Erfahrung im Einsatz mit der digitalen Anwendung und hier auch von Beginn an, wie kam es zur Idee, wie hat die Umsetzung funktioniert, was war positiv, was war negativ. Und zum anderen möchten wir auch gerne die NutzerInnen befragen hinsichtlich ihrer Rezeption und dem Benutzungserlebnis und auch was für eine Rolle Emotionen in der Vermittlung spielen. Also erinnert man beispielsweise Inhalte besser, wenn man persönlich angesprochen wird, wenn Gefühle angesprochen werden? Die Idee des Stadtlabors, seit 2010 aus dem Museum rauszugehen und eben die Stadtexpertise, das Erfahrungswissen der FrankfurterInnen, wurde im Museum ganz viel gelernt, also wie man natürlich partizipativ arbeiten kann und wirklich ko-kreativ gemeinsam das in eine Ausstellungsform bringen kann. Wir als Museum können uns natürlich nicht der Tatsache und sollten uns eher nicht verschließen, dass wir in einer Kultur der Digitalität leben, in der digitale Medien, Hybride in unserem Alltag so viele Rollen spielen, gerade für Ausdruck, Teilhabe, Diskussion über was ist eigentlich Kultur. Diese ganzen Formen des Aushandelns von Identität finden ja wahnsinnig viel im Digitalen statt. Mhm. Und das ist ja was, an das wir andocken wollen mit so einem Stadtlabor, wo es uns um Multiperspektivität geht. Die Auswertung der Daten werden wir am Ende auf der Museum 4.0 Plattform bereitstellen. Das wird eine Website werden mit einem ganz besonderen Fokus auf die Erfahrungsberichte der Museen. Denn das ist eine ganz wichtige und wertvolle Rückmeldung, die wir im Rahmen unserer Bestandsaufnahme erhalten haben, dass die Museen sich wünschen, sich mehr zu vernetzen, sich untereinander auszutauschen und vor allem auch von den Erfahrungen der anderen zu lernen.